Moin, erstmal und somit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Videoformat. Ich habe mir die Frage gestellt, wie groß der Haterbot ist aus Tube Clash. Diejenigen von euch, die Tube Clash nicht kennen, die können da gerne mal reinschauen. Und ich werde jetzt hier mal rausscrollen, damit ihr sehen könnt, dass der Haterbot hier nicht so ganz alleine ist. Ich werde das Ganze auch gleich erklären. Ihr könnt mir gerne Feedback schreiben, was eure persönliche Meinung ist. Oder ob ihr vielleicht irgendwelche Mechs oder Charakter kennt aus irgendwelchen Filmen, Serien oder aus irgendwelchen Spielen, die jetzt hier nicht mit dabei sind. Da könnt ihr auch die Größe gerne nennen und dann könnt ihr selber vergleichen, wie groß die dann eventuell sein können. Und wer jetzt schon sagt, dass es nicht größer geht, ich denke mal, die meisten von euch werden Godzilla können. Die meisten von euch werden Godzilla kennen, 500 Meter groß. King Kong ist nicht mit dabei, der müsste aber auch nicht so groß sein, obwohl ich habe da unterschiedliche Sachen schon gesehen, wo auch King Kong gegen Godzilla gekämpft hat, dann war Godzilla halt nicht ausgewachsen, keine Ahnung. Ja, warum ist der Haterbot ungefähr 20 bis 15 Meter groß? Das liegt daran, dass ich nachrecherchiert habe und bei Attack on Titan sind die meisten 3 bis 15 Meter groß und es gab da eine Szene, wo so eine YouTuberin sich in so einen Titan verwandelt hat. Deswegen ergo 15 Meter groß. Ja? Und dann müsste der Haterbot ungefähr 20 Meter groß sein. Der Tyrannosaurus Rex 12,8 Meter groß. Eine Hüfthöhe von 4 Metern. Muss aber auch nicht so 100% stimmen. Der ATAC 25 Meter. Und der ATACT 34 Meter. Das sind die von Star Wars. Die meisten sagen, dass ja, der Atlas aus MechWarrior Online 100 Meter groß ist. Das kann aber nicht sein. Daneben von Attack on Titan der größte Titan von allen, 120 Meter groß. Und ich würde sagen, dass der Atlas aus MechWarrior Online ungefähr 50 bis 49 Meter groß ist. Aber es geht hier weiter. Moment. Und zwar haben wir hier einmal den Renogard aus Hawken. Und hier haben wir auch noch mal ein Bild, wo der Atlas aus Titanfall ungefähr, ja, so groß ist, wie man es hier sehen kann. Also auch 8 bis 10 Meter ungefähr. So groß wie ein Haus. So groß wäre dann auch der Renogard und der Atlas aus Titanfall. Also genaue Informationen habe ich im Internet nicht gefunden, aber ungefähr so groß müsste es sein. Ich weiß, es gibt da verschiedene Bäume, die unterschiedlich groß sind. Ich selber wohne in so einem Wohnblock und die sind ja meist sogar größer als die normalen Häuser von 8 bis 10 Metern. Und ich sehe hier aus dem Fenster trotzdem einen Baum, was mit dem Wohnblock mithalten kann. Das ist schon sehr, sehr interessant. Aber gut, bei MechWarrior Online gibt es auch Bäume, die größer sind als die Mechs. Also sehr, sehr interessant. Deswegen, ich sagte auch bereits, es können sich hier Fehler eingebaut haben. Und die Titans hier, also neben, also auf der rechten Seite vom Haterbot, weil ich jetzt keine Titans gefunden habe, ungefähr diese Größe. Dann haben wir hier noch den Awesome, ungefähr 32 Meter groß. Ja. Und hier haben wir den kleinen Atlas aus Titanfall. Dann haben wir hier die Supernova, etwas größer als der Awesome. Und einmal der Strike Freedom Gundam, 18,88 Meter groß. Und Eva 01 aus Evangelion, circa 40 Meter groß. Ja, Supernova müsste auf jeden Fall größer sein als der Awesome. Aber einer der größten Mechs wäre dann der Atlas aus MechWarrior Online. So gesehen könnte man sagen, von allen Spielen, die es gibt, hätte MechWarrior so eins der größten Mechs. Ja, einmal hier Hawken, der Renogard und einmal der Atlas aus Titanfall. Und hier die Größe, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere Spiele, wo die Mechs ungefähr genauso groß sind. Vielleicht auch größer als der Atlas, also größer als 50 Meter. Ich weiß es nicht. Dann habe ich bei Transformers geschaut. Dann habe ich aber irgendwie was gefunden von Super Robots. Auch irgendwie so eine Serie. Eva 01 gehört da nicht mit drinnen. Ich kenne die alle hier nicht. Aber die Serie heißt Super Robots. Sowas ähnliches wie Transformers. Ich kann das hier schon kaum noch erkennen. Wie gesagt, bei Facebook. Auf meinem Kanal könnt ihr das Bild gerne herunterladen, wenn ihr wollt. Da sind mehrere Bilder vorhanden zur Auswahl. Und es können sich hier auch Fehler mit eingebaut haben. Was ich hier auch sehr interessant finde, ist hier die Tatsache, dass Eva 01 aus Evangelion
so groß dargestellt wird, obwohl 40 Meter, ne? Vielleicht kann er sich ja größer machen. Ich habe die Serie schon seit Jahren nicht mehr gesehen, deswegen keine Ahnung. Na gut, man muss auch nicht alles wissen. Aber gut, schaut ja gar nicht mal so schlecht aus. Damit wäre aber auch schon die Frage beantwortet, wie groß der Haterbot ist. Also der Haterbot wirklich 15 bis 20 Meter und wäre vielleicht nicht so ganz uninteressant zu wissen, wie groß die meisten Mechs oder Charakter sind, die man kennt. Bei One Piece zum Beispiel der Sunwan Wolf, falls ich das richtig ausgesprochen habe, 36,6 Meter. Der müsste bei dem Endboss von Attack on Titan, der ganz große da, der müsste auf jeden Fall hochschauen. Ja, und hier im Hintergrund sind da auch noch ganz viele Mechs und Monster, die ich überhaupt nicht kenne, irgendwelche Kreaturen, die da wahrscheinlich gegen Godzilla gekämpft haben, weiß ich nicht, die sind da auch mit dabei, aber kann ich jetzt, da lege ich auch meine Hand nicht ins Feuer, ob die jetzt wirklich so groß sind, wenn ja, dann Hut ab. Das ist ja eine echte Konkurrenz im Vergleich zu MechWarrior. Aber okay, das ist schon extrem heavy, wenn man bedenkt, wie groß jetzt der Mensch ist und wie groß jetzt hier diese ganzen Mechs und Kreaturen sind. Das ist schon ein extrem großer Vergleich. Ja, die meisten Sachen, die kennt man. Also Godzilla wird wahrscheinlich jeder Zweite kennen. Und hier gibt's auch noch diese Hydra. Hier haben wir auch noch was. Keine Ahnung, kenne ich aber nicht, aber die goldene Hydra da mit, oder goldene Drache da mit den drei Köpfen. Schau mal, da haben wir sogar noch ein Monster, was größer ist als Godzilla. Hier könnte man so viele Sachen noch mit reinnehmen. Pacific Rim, was würde mir jetzt noch spontan mit einfallen? Da gibt's noch so Filme wie, weiß ich nicht, das ist so ein kleiner Junge und so ein ganz großer Gigant. Ich komme aber auf den Filmtitel gerade nicht. Keine Ahnung. Weiß ich spontan gar nicht. Könnte man auch hier mit reinnehmen. Aber ich fand erstmal interessant, wie groß der Haterbot ist und wie groß hier die Mechs sind aus MechWarrior und aus Hawken und aus Titanfall. Fand ich doch schon sehr interessant, die auch hier mit reinzunehmen. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Feedback schreiben. Ihr könnt selber vergleichen mit anderen Charakteren, die ihr vielleicht kennt. Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Jetzt habt ihr auf jeden Fall eine Vorstellung darüber, wie groß der Haterbot ist aus Tube Clash und viele andere Sachen natürlich auch. Wie gesagt, die Größenangaben müssen nicht immer so 100% stimmen, weil beim Atlas von Titanfall und der Renoguard aus Hawken, da stehen keine Informationen. Und sonst sind die Angaben von allem anderen eigentlich richtig. Bei Sunwan Wolf bin ich mir aber auch nicht so 100% sicher, ob er 36,6 Meter groß ist oder ob der Tyrannosaurus Rex 12,8 Meter groß ist, weil da steht irgendwie eine Hüfthöhe von 4 Metern, weil es kann auch sein damit, dass da die Länge mit gemeint ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe da jetzt nicht groß die Mühe gemacht, mehr Informationen zu sammeln oder genauer mich zu informieren. Und wie gesagt, es gibt da noch viele andere Sachen, die man jetzt mit reinnehmen könnte, wie Transformers oder die Mechs aus Battlefield 2142. Und ich denke, da gibt es noch eine ganze Palette. Auch dieser kleine Junge, der von diesem ganz großen Roboter begleitet wird. Da habe ich keine Ahnung, wie der Film heißt. Pacific Rim, glaube, das habe ich schon erwähnt. Und, da gibt es eine ganze Palette. Ihr könnt auf jeden Fall gerne vergleichen und wenn euch was einfällt und ihr habt da selber nachrecherchiert oder ihr habt mich verbessert, dann könnt ihr mir gerne Feedback schreiben und dann auch die Größe angeben, wenn ihr möchtet. Ich habe das jetzt hier mehr oder weniger so just for fun gemacht und so gesehen seid ihr jetzt, denke, besser informiert. Und auch diese Vorstellung darüber, wie groß Sachen sind aus irgendwelchen Spielen oder aus irgendwelchen Filmen und das dann Vergleich, wie groß dann der, ja, das Vergleich mit anderen Sachen, die man so kennt, ist das doch schon sehr interessant zu erkennen, wie klein man selber ist. Wie klein man selber ist, oh mein Gott.
Ja, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich sagen wollte. Die anderen Sachen stimmen. Der Striker Freedom Gundam ist 18,88 Meter groß. Attack on Titan, die meisten von denen sind 3 bis 15 Meter groß, außer der Big Boss da, 120 Meter groß. EV01, circa 40 Meter groß. Der ATAC 25 Meter groß. Die neue Variante der ATAC-T aus Star Wars, 34 Meter groß. Diese Angaben stimmen. Ich glaube, dass sich da keine Fehler mit eingebaut haben. Ja, und wie gesagt, Super Robots und Transformers, ob das jetzt beides das gleiche ist oder nicht, habe ich auch keine Ahnung von. Und auf meiner Facebook-Seite könnt ihr euch die Bilder gerne herunterladen. Ich werde da extra einen Ordner erstellen und der Link steht dann hier in der Beschreibung. Ja, das war dann so ziemlich alles, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob ich schon den Super Galaxie Gurren Lagann erwähnt habe, aber der müsste dann wirklich so groß sein wie der Mond. Man merkt, dass Gundams unterschiedlich groß sein können, je nachdem aus welchem Film oder aus welcher Serie, aus welchem Anime oder aus welchem Spiel, aber das ist wirklich groß. Also ein Gundam, der so groß ist wie der Mond. Ich habe da keine genauen Informationen, das kann und muss auch nicht stimmen, aber das habe ich so halt, so habe ich selbst nachrecherchiert, sagen wir es mal so. Gut, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich mit euch noch besprechen wollte. Ich sage hier tschö tschö mit Ö, haut rein und bis zum nächsten Video.